Ihr Lieben, der Taxidienstleister Uber muss in den USA 2 Millionen US-Dollar an schwerbehinderte Menschen zahlen, weil er sie diskriminiert hat. Was genau passiert ist, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran, es wird spannend. Prinzipiell hatte Uber eine ganz coole Idee, um die Effizienz zu steigern. Und zwar hatten die Idee, dass wenn das Taxi vor der Tür steht und der Fahrgast aber noch nicht drin ist, dass er dann 2 Minuten Zeit hat, um in das Taxi zu steigen. Ansonsten wird eine Gebühr fällig. Die Idee ist insofern clever, dass die Effizienz dadurch gesteigert wird, aber wir haben in unserer Gesellschaft Menschen, die nicht so schnell aus der Haustür rauskommen, aus der Wohnungstür rauskommen, durchs Treppenhaus rauskommen und vor allem auch nicht schnell in ein Taxi steigen können. Da haben wir alte Menschen und vor allem auch gehbehinderte Menschen. Und da sah die US-Regierung diese Menschen als diskriminiert an und hat dagegen geklagt und hat Recht bekommen. Uber muss jetzt 2 Millionen US-Dollar an diese Menschen zahlen. Das ist tatsächlich das Doppelte von den Gebühren, die erhoben wurden, sodass jetzt nicht die allergrößte Strafe für Uber hieraus entstanden ist. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in diese Gleichberechtigung, in die nicht diskriminierende Welt, zu der wir alle irgendwo hinwollen. Und das finde ich sehr cool. Das ist ein sehr bemerkenswertes Urteil. Und gerade auch im Hinblick auf Deutschland tatsächlich sehr spannend, denn der Taxiverband in Niedersachsen plant was Ähnliches, aber das seht ihr in einem anderen Video. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.